Ja, servus meine lieben Abenteurer. Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier Herr der Ringe Online. Und wir sind aktuell gerade in Bruchtal und haben einen Treffer mit Bilbo Beutlin in der Halle des Feuers. Da sind sie schon. Mal gucken, was sie zu sagen haben. Als ihr ankommt, unterhalten sich Bingo und Bilbo bereits angeregt. Bilbo Beutlin, der berühmte Abenteurer aus Hobbingen. Seht nur, wer das ist, Bormundir. Bilbo Beutlin, der berühmte Abenteurer aus Hobbingen. Ich habe ihm von der Heimat erzählt und er hat mir von seiner Zeit bei den Elben in Bruchtal berichtet. Bingo sieht euch geheimnistuerisch an und flüstert, scheint mir ganz normal zu sein, gar nicht verrückt. Dann fährt er mit normaler Stimme fort. Bilbo hatte die wunderbare Idee, mir eine Karte zu zeichnen, damit ich nichts verpasse, wenn ich das Bruchtal erkunde. Das wird ein Spaß. Guten Tag. Es ist immer schön, jenseits des Auenlands ein Hobbit zu treffen, Bomundir. Bingo scheint ein interessanter Kerl zu sein und es freut mich, dass er seine Grenzen ausloten möchte. Ich habe eine einfache Karte einiger Sehenswürdigkeiten im Bruchtal gezeichnet. Findet diese Orte, dann habt ihr die wichtigsten Plätze in diesem wunderschönen Tal gesehen. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich euch eine schönere Karte geben, aber bei dieser hier war ich etwas in Eile. Brecht am besten gleich auf, bevor Bingo die Lust auf Entdeckung und Abenteuer vergeht. Ich fürchte, bei den meisten Hobbits verschwindet die Wanderlust ebenso schnell, wie sie kommt. Okay. So, was müssen wir machen? Findet den Markt in Bruchtal. Findet den See Hituinen. Den Turm der Begegnung. Den Hafen von Orladion. Interessant. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Aufgabe. Den Markt von Bruchtal. Muss ehrlich sein, dass ich hier noch nie einen Markt gesehen habe. So, 100 Meter entfernt. Hier? Ah, da wurde auch. Um der Zusammenkunft. Interessant. So, es sollte hier der hier sein. Dieser Turm ist ein beliebter Treffpunkt im Bruchtal. Ein Elb erzählte mir, dass hier große Versammlungen stattfinden. Nicht zu fassen, dass solch ein schöner Ort hier so lange verborgen war. Chronik der Ereignisse. In dieser Schrift sind viele Erzählungen über Mittelerde aus zahlreichen Blickwinkeln, Ländern enthalten. Ihr blättert durch die Seiten und findet einen Eintrag über die Gefangenschaft von Leadan im Turm von Samasbaul. Es ist eine düstere Geschichte, die von seinen Hütern verfasst wurde. Ihr blättert durch die Seiten und findet einen Eintrag über die Flucht von Leadan nach Eregion, während er im Besitz von Nachuil war. Das alles Aufgaben? Ihr blättert durch die Seiten und findet einen Eintrag über den lange vergangenen Untergang von Namelis,
Er blättert durch die Seiten und findet einen Eintrag über das traurige Ende von Balins Expedition. Es ist eine düstere Geschichte. In Samad Baul wurde der Elbenherrscher Lerdan auf das Grausamste gefoltert. Selbst Elben können dem nicht endlos standhalten. Doch Lerdans Wille blieb bis zum Schluss ungebrochen. Als sie mit Qualen allein nicht weiterkam, benutzte Amarthil ihre Macht der Täuschung. Mein Herr wird schon bald den Ring besitzen. Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch. Wenn ihr ihn gut ausführt, erhaltet ihr möglicherweise etwas von den Schätzen unserer neuesten Gefangenen. Die Treff-Galorg mögen arm sein, doch manchmal fertigen sie Dinge von hohem Wert an und ihr könnt euch ein Talisman verdienen. Ich habe gehört, dass unsere Herrin nach Samas Baul kommt, um den Elben Leadan zu verhören. Ich möchte, dass während ihres Besuches alles glatt läuft. Durch die Leichen im Turm haben sich riesige Blutegel vermehrt. Ihr Dreck und ihre Krankheit irritieren meine anderen Diener. Ich möchte, dass ihr die Blutegel vernichtet, bevor die Herren an. Ah. Ein großer Blutegel, Mensch. Wenn die über einen fallen, dann bist du weg. Ausgesaugt. Okay, haben wir. Muss ich natürlich wahrscheinlich wieder ganz nach oben, richtig? Ja.
ist eine gute Frage. Wo bin ich gekommen? Also war es doch von hier. Ich zeige dir, was Schmerzen sind. Ihr habt den Turm von den Blutegeln gesäubert. Ihr werdet es noch weit bringen. Vielleicht erzähle ich unserer Herrin von eurem Einsatz, wenn sie ankommt. Wie? Die Tagrib schlafen alle und Lozudruck ebenso? Ich würde unsere Herrin niemals in Frage stellen. Doch verstehe ich nicht, warum sie so kriecherische Faulpelze zur Bewachung von Sammers Baul schickt. Die Blutvergießer unter meinem Befehl werden wohl doch genügen. Weckt alle schlafenden Tagrib auf und auch diesen nutzlosen Gortorob. Wenn er Schlüsselhüter werden will, sollte er auf seinem Posten vor dem Turm sein. Ihr braucht eure Stiefel, falls nötig. Okay, dann werden wir mal die faulen Typen wecken. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Dann würde ich mich noch sehr über ein Like freuen und ein Abo für diesen Kanal. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.